Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal PokéDentist. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich war nämlich heute in unserem örtlichen Smith Toys unterwegs und habe einmal diese Top Trainer Box von Maskerade im Zwielicht, dem neuesten Set, gekauft, sowie einen Dreier Blister mit der wunderschönen Relaxo Promo. Und ohne Sprachen lernen, Bubble. Jetzt lange rumzureden, würde ich sagen, gehen wir rein ins Opening. Da sind wir auch schon. Jetzt geht es los. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Schnitt in die Top-Trainer-Box. Ich habe dafür bei Smith Toys, ja, ich glaube, 43,99 bezahlt. Und ja, ich freue mich total, mal wieder hier eine Top-Trainer-Box zu öffnen. So, eben ist gerade die Aufnahme etwas abgekackt. Das heißt, ich würde hier, ich habe die Folie ja schon abgemacht, aber wir gucken uns jetzt einmal dieses Heft an. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass die Aufnahme das aushält. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal da rein. Ja, coole Karten. Es gibt hier eine Kwaiyutsu, glaube ich, heißt sie. Die ist so mit am geilsten. Schauen wir uns doch einfach mal hier die Karten an. Das sind die Kamen-Karten. Und die Ankamen. Hier Ogapon. Da ist ja auch eine Promokarte drin. Sehr schöne Karten auf jeden Fall. Aber die, die wir wollen, kommen hier. Sonflora ist mega cool und natürlich ein Fan-Favorite ist auf jeden Fall Evoli. Den finden wir da. Sehr schöne Karte. Die ist auch cool, die habe ich auf Japanisch umgezogen. Die ist natürlich mega. Und Hanna ist, glaube ich, auch eine geile SR-Karte. Joe. Hier die Goldkarten. Und da ist die definitiv wertvollste Karte. Die sieht halt, das ist schon eine schöne Karte. Kwaiyutsu. Der ist auch ganz cool, glaube ich. Oder finde ich. Und diese Gamma auf jeden Fall. Weil das ja die andere Seite ist von dem hier, falls jemand noch nicht weiß. Ja. Und dann diese zwei Goldkarten noch. Die habe ich schon auf Japanisch. Hier sind noch die paar Promokarten. Und die ist hier drin wahrscheinlich. Und die habe ich hier drin. Cool. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen auf die Kwaiyutsu-Jagd. Und öffnen die Top-Trainer-Box. Was haben wir hier drin? Wir haben einmal Schadensmarken. Tolle Würfel. Lass ich da übrigens auch gerne immer drinne. Dann haben wir hier echt schöne Hüllen. So rum vielleicht eher. Ja, Energiekarten brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Und hier sind noch die Trenner. Auch echt schön. Ich hoffe nicht, dass ich so eine hässliche Maske ziehe. Und jetzt, das, was uns eigentlich interessiert, die neuen Booster von Maskerade im Zwielicht. Ich wollte dieses Set eigentlich skippen. Habe ich aber nicht gemacht, wie man sieht. Hier ist die Code-Karte. Wow. Die hat echt einen geilen Effekt. Sehr, sehr schöne Karte. Und weil sie so schön ist, packe ich die auch gleich aus. So, und da ist sie auch schon. Tolle Karte. Echt eine schöne Promokarte, muss man sagen. Dann fangen wir auch schon direkt an. Ich würde sagen, ich zoome mal ein bisschen rein. So. Und dann machen wir hier einmal das schöne Booster Nummer 1 auf. Habt ihr euch dieses Set gekauft? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und los geht's. Eine Kampfenergie. Glitzert es da schon? Das kann natürlich sein und nicht sein. Gold King. Schöne Artworks. Ach, übrigens, fällt mir gerade ein, da gab es doch dieses Problem, dass da Karten aus alten Sets drin waren, habe ich so
irgendwo gehört und gelesen. Da haben wir erstmal Tracys Unterstützung. Ein wundersüßes Shinux. Wow! Alter, das ist ja mega! Direkt einen kleinen Hit und... E-Tran! Holo, aber die ist doch süß. Wirklich. Was macht er da? Er ist irgendwo in der Menge unterwegs und wird angespritzt. Sehe ich das richtig? Hier ist eine Spritzpistole. Booster Nummer 2! Das hat doch schon mal gut angefangen. Hier, First Pack Luck. So, eine nach vorne. Und rein in den Aal. Energy Knappel. Ein Schnäppke. Stollrack. Also die Artworks sind cool, muss ich sagen. Das finde ich auch süß. Den Kollegen mag keiner. Also vor allem ich nicht. Ich glaube, viele mögen ihn. Ich nicht. Da ist die Rappel. Gibt es auch als Altart nicht, sondern Artware. Dann haben wir hier die Nicht-Reverse. Kurtel. Hyterra EX. Coole Karte. Und das war's auch schon. Schauen wir mal. Vielleicht der Zoom auch ein bisschen zu arg, aber ich finde es eigentlich cool. Man sieht echt gut die Karten. Hier ist einmal die Code-Karte wieder. Und hier ist eine sehr beschädigte Karte dabei. Naja, Pokémon Company. So. Energy. Die Basisenergie. Der Verwalter. Lumisfross. Laternecto. Morcha, Voldrian, Wutpilz in der Vergangenheitsform, das Gemeindehaus, Patalicia, oh, Stolrak Reverse und Booster Nummer 4, Code. Und ich gehe rein mit dem Tipp Feuer. Kein Feuer. So, jetzt gib uns mal eine SAR, bitte. Tangulos, Toxiped, Charnera, Polypurba, süßes Artwork, ein Schwan, Lumiflora, Tirapel Reverse, Vapuzzi Reverse und Dinglu, den hatte ich doch eben schon. Booster Nummer 6. Die Codekarte ist so. Schauen wir mal, ob da ein bisschen mehr drin ist. Feuer. Oh. So. Glitzert es da? Das sehen wir gleich. Thrombose. Emolga. Amphizel. Flampivian. Hanna. Der Schwan. Blip. Reverse. Resaldero Reverse und Skelabra. Holo. Booster Nummer 7. Ich glaube, ich war froh, dass ich jetzt ein bisschen gewartet habe und die Box nicht direkt bei Release gekauft habe, weil ganz ehrlich, da hat die, glaube ich, auch noch über 50 gekostet oder so. Und so geil finde ich das Set jetzt dann doch nicht. Also außer diese eine Karte, die gehört zu, aber ja. So, ich würde sagen, Wasser. Wieder Feuer. Feuer. Sonnenkern. Abra. Panzeron. Panzeron. Stolotz. Pixie. Der Küchenchef. Glitzert es aber. Bestimmt wieder eine normale Holo. Goldking. Und Beatori. Okay. Okay. Zack. Zack. Ups. Einmal hier die Codekarte. Und ich sage Wasser. Unlicht. Energy. Stolunio. Weberock. Sandan. Ein süßes Quapsel. Ach, guck mal, wie es sich hier
im Wasserspiegel. Die hätte ich auch gerne als SR. Milotic. Ariados. Weberak. Schon wieder Quapuzzi. Und ich bin irgendwie ein bisschen raus bei diesen Pokémons teilweise. Benesau. Katapultra-Pack. Pack Nummer 8. Drückt mir die Daumen, sonst war diese Box echt der absolute Fail. Und wir gehen rein und sagen Metall. Elektro. Iguana. Krebskorps. Chimpep. Normifin. The Joe. Urgel. Komm schon. Nigiragi. Sushi-Rolle. Angolos. Ah. Vulnona Reverse und Luxtra EX. Last Pack Magic aus der Top-Trainer-Box. Ich habe ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht haben wir jetzt nochmal Glück. Das würde mich schon sehr freuen. Code-Kärtchen. Und ich gehe rein und sage Pflanze. Wasser. Blabibi. Der Praktibalk. Stolunio. Weberak. Milotic. Ariados. Joe. Picolente. Reverse. Rizladero Reverse und jo. Simsala. Holo. Hm. Also die Top-Trainer-Box war jetzt eher für den. Jetzt öffnen wir noch diesen wunderbaren Dreier-Blister und hoffen, dass der ein bisschen besser gönnt als die Top-Trainer-Box. Ich habe ja schon gehört, dass die relativ schlecht die Pullrate gemacht haben jetzt bei dem Maskerade, aber so schlecht hätte ich jetzt dann doch nicht gedacht. Erinnert mich schon ein bisschen an Schwert und Schild, muss ich sagen. Und wir öffnen den Dreier-Blister. Und hier wäre einmal diese wunderschöne Relaxo-Promo-Karte. Die ist echt schön mit dem Galaxy Foil. Und hier ist die Code-Karte für euch. 3 Booster. Fangen wir nochmal an mit dem ersten. Und hoffen, dass da jetzt mal knallt. Code-Kärtchen. Und boah, da ist übelst der Kratzer. Sieht man das? Da. Einfach ein Kratzer. Wow. Also, ich sage Feuer. Wasser. Ui. Also ich glaube, hier ist was drin. Blabibi. Vielleicht aber auch nicht. Praktibalk. Ich wurde schon oft gelinkt. Weberak. Oh, da sieht schon ganz schön glänzend aus. Eisenbindel. Habt ihr was Gutes? Lucian. Hyperaroma. Ace-Spec. War das, dass das so gut glitzert hat? Das ist ein bisschen... Ist ein bisschen traurig jetzt. Aber auch immerhin ein Hit. Und ja. Aber eine Ace-Back-Karte nimmt man auf jeden Fall auch mit. Sieht ja auch ganz nice aus. Nächstes Booster. Vielleicht jetzt mal Bullart oder irgendwas. Oder vielleicht einfach mal hier. Keine Ahnung. Den Kollegen hier als Altart. Finde ich auch nice. Muss ich ehrlich gestehen. Aber natürlich jagen wir andere Hits. Evoli wäre auch cool. So, ich gehe rein mit Kampf. Kein Kampf. Dolunia. Randan. Ah! Wow. Hier sind die Hits. Nochmal Last Pack Magic. Und wir hoffen, dass wir jetzt was Schönes ziehen können. Bitte. Das war eben der absolute Fail. Drückt mir die Däumchen. So, einmal die Code-Karte. Und wir gehen rein mit... Ist auch egal. Unlicht. Ich hab's noch gedacht. Roxy. Paragoni. Neckmark. Also das, was mir eben passiert, ist mir auch noch nie passiert, glaube ich. Lip. Glitzerzieher. Delfinator. Igragi. Zierapfel. Jetzt aber komm. Oh mein Gott, was für eine Enttäuschung. Und. Ja. Damit
würde ich mich für dieses Opening verabschieden. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und ein Abo vielleicht. Wobei ich mich auch nicht abonnieren würde nach dem Unfall. Aber ja, genau, das war das heutige Video. Hier sind die Hits aus meinem wunderbaren Opening. Und damit würde ich sagen, ciao, ciao und bis zum nächsten Video.